Gut. So, jetzt will ich dir zeigen, wie der Miesen umgeht. Ich habe da hinten wieder die Phase, das da. Und die Phase, die muss aus Holz. Und der Ring, der muss da zur Drehrichtung, zum rechten Winkel aus, zur Drehrichtung, der muss schön schräg stehen. Und jetzt kann ich da den Schnitt machen. Von innen nach unten. Ja, und wenn es da so holpert, dann muss ich da Druck auf die Handauflage runtergehen, damit da die Eisen nicht rumkumpelt. Und das ist am Anfang etwa die etwas schwierig, bis es da mal etwas ruhig ist, wenn du das siehst. Du kannst auch von außen reinfahren, da wird es noch schwieriger, dann zu finden, wo das schneidest, oder? Aber gut tut das auch. Und einfach mit Druck auf die Hand auflagen. Zuerst kann man da auch so schneiden, oder? So, und jetzt musst du dir bewusst sein, dass du da jetzt durch die Gegenfaser schneiden, vor allem wenn die Tiefe geht. Von innen geht es dann, wenn du könntest von innen nach außen schneiden, oder? Also von dieser Seite her geht das rausfassen. Aber du musst um den aussen den Rand machen. Den Rand da aussen machen kannst du nicht anders, als von aussen nach innen fahren, weil von innen raus geht es nicht gut. Wichtig, noch einmal, dass da nicht, ja, nicht im rechten Winkel in die Drehbewegung kommt, sondern die Tasse, die muss schräg stehen. Entweder auf dieser Seite, so führen, oder so retour. Dann funktioniert es. Und sobald du da im rechten Winkel drin bist und du kommst ein bisschen ins Tief, dann klopft es. Ja. Da hinten, die Phase, gehört das Holz hin. Also ich gehe da das Holz hin, es schneidet noch nicht. Und dann suche ich mich da den Schnitt drin. Und dann geht es. Und der Rest ist Fleissarbeit.